So, wir sind jetzt bei Dark Space, The Nazi Space Bomber Targeting America, Silbervogel. Prevented sober consideration by engineers with ideas that would eventually become extreme. So, das ist Englisch, aber das Schöne ist, wir haben hier deutsche Zeichnungen, wie das Ganze funktioniert. Das ist mal interessant zu sehen, weil wie gesagt, das Ding war mir komplett unbekannt, dieser Silbervogel. Ist wirklich mal eine interessante Geschichte, das Teil. Überlegt euch das mal, das hat man in den 30er Jahren tatsächlich schon geplant. Schon ein bisschen beeindruckend, was man da sieht, ne? Also das muss man sagen. Ich glaube, das war jetzt auch. Ja, das war es so im Großen und Ganzen. Aber hier hatte man mal Einblick, wie das auszusehen hat. Die haben hier ein bisschen Originaldokumente, weil selbst bei Wikipedia nichts hinterlegt war, weil das sehr, sehr selten war oder geheim war, ne? Aber es gibt sie tatsächlich. Es ist eine interessante Tatsache. Also natürlich wird hier nicht alles der Wahrheit entsprechen, was der Douglas Dietrich hier sagt, aber hier sind wichtige und wertvolle Informationen drin und deswegen sollte man seinen Geist auch nicht vor sowas verschließen. Man sollte alles in die Recherche und in die Forschung einbeziehen, weil aus jedem, egal wie fantastisch das klingen sollte, man zieht immer mal interessante Sachen raus. Und das hier zum Beispiel mit dem Silbervogel ist sehr interessant, ne? Gucken, was Dietrich dazu sagt. Dieser suborbitale Bomber flog Einsätze gegen die Industrieanlagen, die Stalin hinter das Uralgebirge verlegt hatte. So, dann gucken wir mal, ob das überhaupt stimmt, ob Stalin seine Rüstungsproduktion zum Ural oder an den Ural gelegt hat. Trotz des raschen deutschen Vormarsches hatten die Sowjets 1941 einen Großteil ihrer Rüstungsbetriebe in den Ural und nach Sibirien in Sicherheit verlagert. Ja, zudem gelang es Josef Stalin durch Formierung einer alliierten Koalition erhebliche materielle Unterstützung aus Großbritannien und den USA zu erhalten. Evakuierung der sowjetischen Industrie. Industrieanlagen begannen im August 1941, deutscher Angriff. Weniger bekannt ist jedoch, dass vor diesen offiziellen Evakuierungen schon viel früher der Abtransport von Werkzeugmaschinen und Facharbeitern begann. So meldeten US-Militärattaché bereits Ende 1940, Anfang 1941, dass bedeutende Transporte von Maschinen und Arbeitern aus dem Moskauer Gebiet in den Osten gingen. Recht schnell russischer Produktionsanstieg ab Anfang 1942 deutete darauf hin, dass die ersten Evakuierungen bereits 1940 begonnen hatten. Lediglich die Geschwindigkeit und das Ausmaß nahmen im August 1941 zu. Die Maschinen einer evakuierten Fabrikationsanlage stehen schon und sind in Betrieb, während das Gebäude außen herum noch hochgezogen wird. Also die haben erstmal angefangen zu produzieren und außen hat man dann angefangen zu bauen, ne? Also das hat es wirklich auch gegeben und das hat auch mit dem Krieg entschieden. Also klar, wenn die das da verlegt haben, dann musste man sich natürlich auch Gedanken machen, wie man den Nachschub an Rüstung natürlich nachhaltig unterbindet oder schädigt. Und dazu braucht man natürlich Bomber. Also es macht schon Sinn. Das Bombardement war zwar nicht sehr wirksam, da die Flugzeuge in so großer Höhe flogen, aber mit der Zeit forderte es dennoch sein Tribut und verlangsamte den technischen Fortschritt der Sowjetunion. Deswegen brauchten die Sowjets auch vergleichsweise lange für ihre technische Entwicklung. Da es sich bei dem Silbervogel um einen Sprungbomber handelt, der immer wieder aus der Stratosphäre in große Höhen aufstieg, musste er nach jedem Angriff rund um die Welt fliegen, hoch über Zentralamerika und China, bevor er wieder in Deutschland landen konnte. Also er sagte, die kommen zurück nach Deutschland. Wikipedia hat gesagt, die landen irgendwo in Japan. Den Amerikanern gelang es nicht, nur eine einzige dieser Maschinen in ihren Besitz zu bringen, da die Silbervögel ausschließlich gegen die Sowjetunion eingesetzt wurden. Jetzt wieder erhältlich. Die limitierte Auflage des neuen Patches war sehr schnell ausverkauft. Ihr habt mich gebeten, die Limitierung zu erhöhen. Eurer Bitte bin ich selbstverständlich nachgekommen. Der neue Schwabenland-Patch ist exklusiv wieder erhältlich. Natürlich nur, solange Vorrat reicht. Jedem Patch gibt eine namensbezogene Urkunde bei. Wollt ihr euch einen Patch in limitierter Auflage sichern? Dann E-Mail an mich unter info@klappspartentv.de. Nach Kriegsende wurden sie dann von den Sowjets eingezogen, zusammen mit Werner von Brauns Bruder. Also Werner von Braun, der hat tatsächlich einen Bruder gehabt, wusste ich auch nicht. Das war für mich auch neu. Wir gucken mal.
So, Magnus von Braun, Ingenieur. Magnus Hans Alexander Maximilian Freiherr von Braun. 1919 Greifswald, 2003 in Phoenix, Arizona. Also er ist nach Amerika gegangen. Zweiter Weltkrieg hat er mit seinem Bruder zusammen was gemacht und dann leben und wirken in den USA. Braun wurde im Rahmen der Operation Overcast für die Weiterarbeit in den USA gewonnen und ging schließlich 1946 an die Raketenversuchsanstalt Fort Bliss in Texas und später nach Huntsville an die Versuchsanstalt Redstone Arsenal. In Fort Bliss und Huntsville arbeitete er unter Karl Heimburg. So, also waren ziemlich viele Deutsche und er war auch mit drunter. Also er ist nicht, wie Douglas das sagte, in die Sowjetunion verbracht worden, sondern er ist in die USA verbracht worden. Also das stimmt schon mal nicht. Also geht nochmal darum, dass die Deutschen halt da hingegangen sind und so wie Werner von Braun das amerikanische Weltraumprogramm ziemlich irreführte, verfuhr sein Bruder mit dem sowjetischen. Also ja, er hat es ja eigentlich nach vorne getrieben und wie gesagt, der Bruder war auch in Amerika. Also es entspricht nicht der Wahrheit. Also laut den Informationen, die wir öffentlich haben. Wo auch immer sie konnten, lenkten sie beide Weltmächte von militärischen Anwendungen der Weltraumfahrt ab. Sie waren Saboteure, die wohl Sowjets als auch Amerikaner daran hindern sollten, die Technologievorsprung des Dritten Reiches je einzuholen. Also das habe ich schon öfters gehört, tatsächlich, dass die beiden halt brillante Köpfe waren, aber sie auch sabotiert haben und man ihnen zur damaligen Zeit schon veraltete Technologien halt an diesen weiterentwickelte, ne? Weil das Dritte Reich im Besitz von Antigravitation etc. schon gewesen ist, also Antigravitationsantrieben. Aber das sind alles so Sachen, die lassen sich nicht nachprüfen. Das ist einfach nur Erzählungen, was ich mal so aufgeschnappt habe. Wissen Sie übrigens, wohin die meisten deutschen Raketentechniker nach dem Krieg gingen? Nach Nordschwabenland? Fragezeichen. Nein, nach Ägypten. Es waren so viele, dass Gamal Abdel Nasser sogar eine eigene Stadt für sich schuf. Factory Triple Tree in Heliopolis, nordöstlich von Kairo. Dort lebten und arbeiteten ganze 400 Nazi-Raketentechniker. Es gab sogar einmal einen Artikel in der Washington Post darüber, in dem diese Kolonie als Neues Afrika-Korps bezeichnet wurde. Also wir gucken mal, ob das der Wahrheit entspricht. Das wusste ich nämlich auch nicht. Also es ist ein Bericht vom Spiegel. Nahe Osten Rüstung vom 7.5.63. Also der Spiegel hat sehr, sehr gute Artikel. Tatsächlich, da kann man viele nützliche Informationen rausfinden. Das sind auch Sachen, da wird heute nicht mehr drüber geredet. Also davon will man heute nichts mehr wissen, wie der Spiegel damals tatsächlich Nachkriegszeit geschrieben hat. Ne? Düsenflugzeuge und Raketen für Gamal Abdel Nasser. In der Militärfabrik Triple Tree, also 333, in Kairo vor Ort Heliopolis, nahe dem Wohnsitz Nassers, werden Raketen gebaut. In den Militärfabriken 36 und 135 bei Helwan, eine halbe Autostunde von Kairo entfernt, fertigen Deutschspezialisten überschallschnelle Düsenjäger. Also wenn die deutschen Waffenschmiede ihre Arbeit erfolgreich abschließen, wird der Präsident der mächtigste Mann der farbigen Welt sein und über jene Mittel verfügen, die er zum Vernichtungskrieg gegen Israel braucht. In dem von deutschen Rüstungstechnikern gefüllten Waffennahen Nessers befinden sich heute zwei Messerschmitt-Düsenflugzeuge, ein Schlachtflugzeug Typ HA-200 in Serienproduktion, ein Überschalljäger vom Typ HA-300 in der Entwicklung, zwei Raketentypen LK-HIR mit einer Reichweite von 560 Kilometern, ELSA-4 mit einer Reichweite von 280 Kilometern. In ABC-Kampfmitteln, Waffen der atomaren, biologischen und chemischen Kriegsführung arbeiten hingegen kein Deutscher in Ägypten. Schon 1950 hatten sich erstmals rund 100 als waffen- und kriegskundig geschätzte Alemanni am Nil angesiedelt. Der deutsche General der Alliierten außer Dienst, Wilhelm Farbmacher, führte eine 67 Mann starke Gruppe ehemaliger Wehrmachtsoffiziere, deren Verträge ohne amtliche Mitwirkung von Bonn. Man hat tatsächlich in Ägypten die deutschen Techniker eingesetzt und sie haben da ein Raketenprogramm auf die Beine gestellt. Das wusste ich auch alles nicht. Ne? Also auch hier hat Douglas Dietrich mit seinen Sachen recht. Also er liegt mal falsch und mal richtig. Ne? Dann ging das weiter, dann gab es Probleme mit dem Suezkanal, das habe ich recherchiert, das gehört hier aber nicht hin, wen es interessiert, also ihr könnt es nachprüfen, da hat er auch recht, mit der Verstaatlichung des Suezkanals und der Privatisierung des Suezkanals und was, ja, was da damals abging, also dass da fast ein riesengroßer Krieg draus entstanden wäre, also ist gefährlicher gewesen nachweislich als die Kuba-Krise. Dann haben wir hier noch was, die konstruierten in Geheimlabors bei Marbella an der spanischen Südküste elektromagnetische Raketen für ihn. Also das jetzt für Franco. Die Rakete hieß KM-2 nach ihrer Erfindung Knoten Müller, etwa wie Heckler und Koch der Luft- und Raumfahrt. Reichweite von 60.000 Kilometern, also dazu habe ich nichts finden können. Hat es auch fast einen Krieg gegeben. Franco war ein inoffizieller Verbündeter Hitlers, ja, das weiß man auch.
Und die blaue Division, was ist denn die blaue Division? Also da habe ich mir mal vor Jahren schon sehr interessante Reportage drüber gesehen. Das wusste ich damals auch nicht, aber es ist interessant, gucken wir mal. Also die blaue Division, spanische Freiwilligendivision, war eine Infanteriedivision aus spanischen Freiwilligen, die unter Führung der deutschen Wehrmacht als 250. Infanteriedivision von 41 bis 43 am Krieg gegen die Sowjetunion teilnahm. Also die Spanier haben tatsächlich unter der deutschen Wehrmacht gedient und sie haben mit Deutschen in Russland gekämpft. Darüber habe ich halt auch diese Reportage damals oder diese Dokumentation gesehen. Und was ich bezeichnend fand, also sie haben mit voller Stolz ihre Abzeichen wie Eiserne Kreuze etc., was sie auch verliehen bekommen haben, für herausragende Taten im Kampf halt verdient und verliehen bekommen haben, mit Stolz getragen. Also sie hatten das immer noch an ihren Uniformen und sie konnten das nicht verstehen. Sie haben sich auch noch regelmäßig damals mit ihren deutschen Kameraden getroffen, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre irgendwie sowas, und sie konnten es nicht verstehen, warum die Deutschen das nicht tragen, ne? Weil da halt diese Symbolik drauf ist. Das konnten sie nicht verstehen, weil sie waren sehr stolz auf ihre damaligen Auszeichnungen und waren es auch noch zu Lebzeiten. Also viele von denen werden wahrscheinlich nicht mehr am Leben sein. Also auch da hat Douglas Dietrich recht. Also das hat es tatsächlich gegeben. Diese blauen Divisionen, die, also spanische Soldaten, die mit der Wehrmacht zusammengekämpft haben. Mit tausenden Soldaten zusammen, die bis 45 an der Seite der deutschen und der russischen Front kämpften. Gut, bis 45, ja gut. Ne? Da heißt es offiziell bis 43, er sagt bis 45. Einige davon waren auch Spanier aus der blauen, die Amerikaner waren darüber sehr erbost und wollten sich an Franco rächen, indem sie Spanien einmarschieren wollten. Also angeblich darüber habe ich auch gar nichts recherchieren können. Also Franco hat das dann mit diesen von den Deutschen entwickelten Raketen, diese geplante Invasion halt zerschlagen, indem er Verkehrsmaschinen abgeschossen hat. Also ich berichte Ihnen das nur, um zu zeigen, welche Macht Nazi-Wissenschaftler in aller Welt ausüben konnten und warum sie auch als dritte Macht im Kalten Krieg bezeichnet wurden. Wenn sich diese Wissenschaftler in der Sowjetunion oder in den USA aufhielten, brachte man sie dort als Beobachter einer ausländischen Regierung, ne, einer Exilregierung. Und was ist heute mit dieser Regierung los? Es gibt sie nach wie vor. Wir wissen nur nicht genau, was mit ihr passiert ist. Aber bevor wir darüber reden, möchte ich noch einmal auf die Operation Argus zu sprechen kommen. Nach dem Flugscheiben- und Raketenkrieg und der vermeintlichen Erkenntnis, dass die Deutschen den Amerikanern technisch weit voraus waren, hatten die USA eindeutig Grund genug für ihre Überzeugung, dass die Nazis eine Basis am Südpol des Mondes errichtet hatten. Diese Basis war zwar sehr klein, wurde aber als derart große Bedrohung für die internationale Sicherheit eingestuft, dass die Amerikaner Maßnahmen dagegen ergreifen mussten. Die US-Regierung nahm also Kontakt mit einem verrückten Wissenschaftler namens Nicholas Christofilos auf. So, wer ist das denn? Mal gucken, ob wir den auch recherchiert kriegen. Und da ist er auch schon. Nicholas Christofilos war ein griechischer-amerikanischer Physiker. Ein Synchrotron und starke Fokussierungsprinzip für Beschleuniger, für das der USA Griechenland ein Patent anmeldete. Also er war für die Kernfusion, da hat er geforscht. Teilchenbeschleuniger bei der University of California. Ja, Kernfusionsreaktor arbeitete im Rahmen des Projekts Sherwood, den er schon in Griechenland 53 entwickelt hatte. Ein Elektronenstrahl heizt dabei das Lineal. Gut, da geht's technisch weiter. Das Astron-Projekt lief 56 bis 73. War er auch an einer Reihe militärischer Projekte involviert, beziehungsweise stieß diese an, zum Beispiel die Operation Argus. Also hier kommt er auch vor. Ne? Kernwaffenexplosion in großer Höhe, die elektromagnetische Schocks auslösen und so die militärische Kommunikation, insbesondere über Satelliten und die elektronische Steuerung von sowjetischen Interkontinentalraketen unterbinden und stören sollen. Entsprechende Atombombentests wurden 58 bis 62 durchgeführt und lösten unter anderem Polarlichter auf den Azoren und im Pazifik, zum Beispiel auf den Samoa-Inseln und Hawaii aus. Ne? Er war auf jeden Fall an der Operation beteiligt, also das stimmt auch. Also er hatte kein abgeschlossenes Physikstudium, sondern sich einen Großteil der Erkenntnisse selbst angeeignet. Er forschte Methoden der Wasserstoffkernfusion, so wie es da gerade auch hieß, super heißes Plasma, Magnetfeldern, hier ist elektrisch geladene Plasmakontrolle, ja, gut, uninteressant. Man wandte sich schon während des Flugscheibenkrieges an Christofilos und beauftragte ihn, das deutsche Weltraumprogramm an einer Kolonialisierung des Mondes zu hindern. Am 10. Januar 1958 legte er den Regierungsvertretern seine Gleichung vor und erläuterte seine Theorie, der nach der Explosion einer Atomwaffe im erdnahen Weltraum dazu führen würde, dass er dadurch entstehende radioaktive Fallout im Magnetfeld der Erde festgehalten werde
und zur Bildung eines künstlichen Strahlungsgürtels aus relativistischen Elektronen führen würde. Er versprach ihnen die Schaffung eines temporären Van Allen-Gürtels, der den gesamten Planeten umgeben und strahlungsintensiv genug sein würde, um alles in der Erdumlaufbahn zu stören. Interessant ist auch, dass der Zweck dieser Mission tatsächlich war, die davon ausging, dass Atombombenexplosionen in großen Höhen einen Strahlungsgürtel in der höheren Region der Erdatmosphäre schaffen. Dieser Gürtel sollte einen ähnlichen Effekt wie der Van Allen-Gürtel haben. Solche Strahlungsgürtel könnten im Kriegsfall von taktischem Nutzen sein. Schon während früheren Tests hatten sich nach der Explosion Störungen der Radiokommunikation gezeigt. Auch wenn dies nicht auf einen Strahlungsgürtel zurückzuführen war. Also hier sagt man auch Strahlungsgürtel. Das hat ja Dietrich auch gesagt, dass man einen Strahlungsgürtel schaffen wollte, um die deutsche Raumwaffe quasi da unmöglich zu machen. Ne? Also dass man durch diesen Strahlungsgürtel da irgendwie nicht durchkommt. Sehr interessant. Für Militärastronauten sind normale Umgebungsbedingungen ohnehin schon schädlich genug. Wenn der Feind es dann noch schafft, den erdnahen Weltraum mit tödlicher radioaktiver Strahlung zu fluten, wird der Aufenthalt dort unmöglich. Zudem würden dieser künstliche Strahlungsgürtel weltweit die Kurzwellen- und UKW-Frequenzbereiche stören, in denen sich der Großteil der militärischen Kommunikation abspielt. Und die Explosion der Atombomben würde künstliche Polarlichter erzeugen und für eine höhere Strahlungsintensität in der Ionosphäre sorgen, durch die wiederum Radar, Frühwarnsysteme, Raketenabwehr und jeder Funkverkehr ausgeschaltet wäre. Wenn man den Explosionsort genau berechnet, kann man über ein bestimmtes Gebiet einen elektromagnetischen Puls erzeugen, der sämtliche ab- und anfliegende Raumfahrzeuge vernichtet und Vergeltungsschläge unmöglich macht. Gut, das kennen wir mit dem elektromagnetischen Puls. Also Christophilus hielt für die einzige brauchbare Möglichkeit zur Bekämpfung der Exilregierung des Dritten Reiches. Sonst würden die Nazis mit ihren Flugscheiben und Raketenforschern bald den Mond und in der Folge auch die Erde beherrschen. Das ist schon sehr Iron Sky-mäßig, ne? Am 1. August 1958 erprobten die Amerikaner seine Theorie, indem sie eine 77 Kilometer Höhe über Johnson Islands im Pazifik eine Megatonnen Wasserstoffbombe zündeten, die laut Aussage der Atomenergiekommission die spektakulärste je von den USA zur Explosion gebrachte Bombe war. Es störte auf jeden Fall den Funkverkehr zwischen Tokio und San Francisco. Rundfunk und Funkverkehr war da weg. Am 27. August wurde dann der erste von drei Argus-Atomraketen über der Antarktis gestartet. Eine davon trug einen relativ schwachen Sprengkopf in einer Höhe von 320 Kilometer. Danach schossen die weitere 19 Raketen ab, um die Strahlung zu messen. In der Nähe von Grand Canyon wurde sogar eine riesige Metallspirale am Wüstenboden installiert, mit der man Änderungen im Erdmagnetfeld messen wollte. Beobachter auf Schiffen im Nord- und Südatlantik sahen, wie der radioaktive Fallout dem Magnetfeld der Erde folgte und am Explosionsort, aber auch entlang der äußeren Ausläufe der Explosion zu Boden fiel und dabei künstliche Polarlichter erzeugte. Die Strahlung umkreiste die Erde und erzeugte in einer Höhe von bis zu 65.000 Kilometern einen neuen Strahlungsgürtel. Am 30. August und am 6. September starten die Amerikaner weitere Raketen. Deren Explosionen, die Ionosphäre, waren so stark, dass sie das milliardenreichsmarkteure militärische Weltraumprogramm der Nazis mit einem Schlag zerstörten. Gut, ob das jetzt möglich ist, weiß ich nicht. Da fehlen mir die Kenntnisse, könnte man vielleicht recherchieren. Wenn ihr da eine Ahnung habt, recherchiert mal, lasst mir das zukommen, wie auch immer. Aber das steht natürlich jetzt konträr zu dem, was Wilhelm Landig sagte, weil er sagte, eine deutsche Technologie war damals in der Lage, diese Atomraketen so zu lenken, dass sie halt hoch in der Atmosphäre quasi detonieren und nicht die Basis 211 in der Antarktis treffen. Also das steht jetzt wieder im Widerspruch. Ne? Was davon jetzt wahr ist, ja, die Wahrheit davon kann sich jeder selber suchen. Also ich kann das alles überhaupt gar nicht nachvollziehen. Für mich klingt das alles sehr, sehr fantastisch. Aber das heißt ja nichts. Nur weil ich das als fantastisch ansehe, heißt das nicht, dass es wahr ist. Aber das heißt auch nicht, dass es unwahr ist. Ne? Man weiß es nicht. Ne? Hatte das Dritte Reich zu diesem Zeitpunkt bereits bemannte Mondbasen? Ja, am Ende der Operation Argus wurde angenommen, dass die Besatzung dieser Basis wegen des Nachschubmangels verstorben sein mussten. Also ja, man hatte 1958 schon eine Mondbasis offensichtlich. Vielleicht war der Film Iron Sky ja eine Dokumentation oder Reportage und gar kein Science Fiction. Man weiß es nicht, ne? Die Folge der Operation Argus-Explosion für das zukunftsträchtige Tätigkeit der Exilregis war verheerend. Das Unternehmen zeigte, wie anfällig militärische Raumfahrausrüstung schon für Sprengköpfe mittlerer Größe war. Auch aus Neuschwabenland wurden keine Starts mehr durchgeführt, da die stärkere Ionisation der oberen Atmosphäre für die Piloten von in großer Höhe fliegenden Bombern oder Raketengleitern wie dem Silbervogel tödlich war. Sie hätte bei einem Vergeltungsschlag nicht einmal ihre Ziele erreicht. Also wenn die Piloten durch die Strahlung schon vor uns leben gekommen, ob das möglich ist, übersteigt
tatsächlich meine Kenntnisse in dem Bereich, ne, der Astrophysik. Operation Argus war der wahrscheinlich stärkste Atomschlag, den die USA je durchgeführt haben. Sie führte zu Erkenntnissen, dass der Weltraum im Zuge eines nuklearen Konfliktes von keiner Macht zu halten war. Das Dritte Reich zog sich nach der Operation Argus völlig in den Untergrund zurück. Die Amerikaner waren aber bereit, über ihre Geheimdienste weiterhin mit der Zielregierung des Dritten Reichs zusammenzuarbeiten. Okay, gut. Also man hat das Dritte Reich so beeinträchtigt und trotzdem hat das Dritte Reich noch mit denen zusammengearbeitet. Also es klingt für mich jetzt auch nicht unbedingt schlüssig, ne? Die dank der Operation Paperclip eine Menge Nazis als Berater und Vermittler im eigenen Land hatten. Gut, wenn man das mal so sieht, weiß ich nicht. Ne? Schwierig an der Stelle. In den 40er und 50er Jahren arbeiten genügend ehemalige SS-Offiziere und Gestapo-Agenten in der CIA. Ja, das ist auch bekannt, dass eine Verständigungsbasis mit den Unterländern gab. Daher konnte man noch einige Zeit nach Ende des Zweiten Weltkrieges immer wieder Flügelradhubschrauber sehen, regelmäßig über Großbritannien und New York. UFO-Sichtungen waren zu dieser Zeit normal. Eines der Flügelräder verursacht sogar einen großen Stromausfall in New York City, weil die Deutschen demonstrieren wollten, dass bei einem Überflug die gesamte Elektronik der Stadt stören konnten. So, solche Vorfälle hielten den Alliierten davon ab, die Exilregierung des Dritten Reiches anzugreifen, während die sich mit der Bevölkerung unter der Erde begab. Die Deutschen erkauften sich damit genügend Zeit für ihre unterirdische Kolonie, Werkzeugmaschinen, Textilien, Medikamente, Luxusgüter, Zigaretten und Nylonstrümpfe zu besorgen. Gut. Da steht jetzt nicht, in welchem Jahr das passiert. Es muss zwischen 40 und 50 gewesen sein. Sonst könnte man das recherchieren, ob es da tatsächlich einen Stromausfall gegeben hat. Ob der jetzt mit so einem Flügelrad-Hubschrauber da in Verbindung steht, auch schwierig an der Stelle. Sie bekamen diese Dinge von den Alliierten, weil sie bis zur Operation Argus schafften, sie als Bedrohung für den Rest der Welt hinzustellen. Immerhin hatten sie Kriegsende 58 Zeit, die Alliierten in Angst und Schrecken zu versetzen. Da erhielten sie von ihnen auch alles, was sie brauchten. Ja gut, schwierig an der Stelle, sag ich mal. So Freunde, dann schnallt euch mal an, wir fliegen direkt mit der Flugscheibe in die innere Erde oder ins Unterland, so wie Dietrich das sagt. Also, es geht los. Und was bringt so viele der weißen, hochgebildeten Wissenschaftler, die in der Antarktis stationiert sind, auch dazu, zum Dritten Reich überzulaufen? Unterland bietet ihnen ja auch eine neue Umgebung im Vergleich zur oberirdischen Welt endlosen Weiten, die erforscht und erobert werden wollen. Und natürlich jede Menge Paarungsmöglichkeiten. Schließlich fängt keine Frau etwas mit einem Wissenschaftler an, der 6 bis 9 Monate im Jahr in der Antarktis lebt. Im Dritten Reich werden diese Überläufer sehr geschätzt, weil sie nicht nur sehr qualifizierte Arbeitskräfte sind, sondern auch noch der weißen Rasse angehören, also dem Genpool aufrichten und damit der Inzucht in Unterland entgegenwirken. Außerdem bringen sie neue Ideen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und interessante Berichte über das Leben an der Oberfläche mit. Kommunizieren die Unterlandbewohner weiterhin regelmäßig mit unserer Welt? Offiziell nicht. Aber in der Antarktis stationierte Wissenschaftler hören doch immer wieder den Feindfunk ab. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich die USA juristisch gesehen immer noch im Krieg mit dem Dritten Reich befindet. Daher haben wir in Amerika heute auch so hohe Einkommensteuern. Vor dem Ersten Weltkrieg gab es solche Steuern überhaupt nicht und heute müssen wir sie immer noch bezahlen, um damit den Krieg gegen die Deutschen zu finanzieren. Die Weiterexistenz des Dritten Reichs erklärt auch jede Menge Entführungsfälle. Unterland versucht seine Bevölkerung zu vergrößern und neues Zuchtmaterial zu bekommen. Über die Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte haben wir ja schon gesprochen. In Unterland existieren viele wirtschaftliche und soziale Probleme nicht, die sich das Dritte Reich durch seine angeblich wissenschaftlich und nach den Gesetzen der Vernunft organisierte Gesellschaft erspart. Zum Beispiel das Problem mit den Minderheiten. Ja, ist schon harter Tobak, sag ich mal, ne, was er da von sich gibt. Glauben Sie, dass Unterland für einige der UFO-Entführungen und möglicherweise auch für die Viehverstümmelung verantwortlich ist? Erstens bis im Jahr 1958 mit Sicherheit, vielleicht auch einige Zeit danach. Niemand konnte damals diese Entführung verhindern, bei denen der Entführte nicht nach 6 Stunden ohne Erinnerung an die jüngste Vergangenheit aufwacht, sondern verschwunden bleibt. Dahinter könnte Unterland gesteckt haben. Doch mit Viehverschlimmung hatte das exilierte Reich höchstwahrscheinlich nichts zu tun. Wozu auch? Zu ihren Handelsgütern mit der Oberflächenwelt zählten wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Genforschung und über genetische Veränderungen. Sie hatten ja trotz ihrer wahrscheinlich mehr als 1 Million Zellen der Bevölkerung nicht nur Probleme mit der Inzucht, sondern auch damit, die Menschen an Lichtverhältnisse und das heißt feuchte Treibhausklima unter der Erde anzupassen. Sie schafften es, mittels Genmanipulation alle möglichen Geburtsfehler einzudämmen. Und im Zuge dieser Forschung entführten sie wahrscheinlich auch Untermenschen oder Versuchsmaterial, um diese Menschen von der Erdoberfläche zu studieren. Aus den Dokumenten, mit denen ich zu tun hatte, geht hervor,
dass es den Unterlandwissenschaftlern zudem gelungen ist, die menschliche Lebensdauer zu verlängern. Diese Forschungsergebnisse zählten zu ihren Handelsgütern mit der Politik der Oberwelt. Sehr interessant, was er da sagt, ne? Also im Endeffekt eine neue und fremde Zivilisation. Dietrich, das stimmt. Dennoch schafft es Unterland bis heute, Überläufe anzuziehen. So wie beispielsweise diese russischen Wissenschaftler am Wostoksee. Da verschwand ein Forscherteam von 6 Menschen, das dann ein paar Tage später plötzlich wieder gefunden wurde. Das ist natürlich alles Schwachsinn. Einer der üblichen Verschleierungsmaßnahmen der Russen. Denen kommen Forscher abhanden. Dann ersetzen sie die Leute für die Medien durch ein paar Hochstapler und den Frauen der Wissenschaftler sagen sie, ihr Mann ist verschwunden, während er im Auftrag des Staats geforscht hat. Aber das soll bitte nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Bei den Forschern am Wostoksee handelt es sich garantiert um Überläufer. So kommt Unterland immer wieder an neues Blut und neue Technik. Und da die meisten Überläufer Wissenschaftler sind, ist Unterland uns technisch nach wie vor weit voraus. So, ich habe das jetzt einfach mal eingegeben. Russische Forscher am Wostoksee vermisst. Da finde ich nichts. Erreichen Antarktis. Russische Bohrung bringt Wasserprobe aus See unter dem Eis. Wostoksee in der Antarktis. Und unbekannte Bakterien gefunden. 4000 Meter unter dem Eis. Durchbruch. Russische Forscher erreichen Wostoksee. Gelangen zum Wostoksee. Also da finde ich tatsächlich bei Google jetzt erstmal nichts. Also die Nachfrage jetzt nochmal. Die verschwundenen Wissenschaftler sind also keine Gefangenen dort unten, sondern gehen freiwillig. Dietrich natürlich. Die wollen unbedingt nach Unterland und die US-Geheimdienste schrecken auch vor Mord nicht zurück, wenn sie solche Überläufer aufhalten wollen. Aus den Dokumenten, die ich verbrennen musste, ging hervor, dass gescheiterte Überläufer im Verhör zugaben, an einen Ort leben zu wollen, wo es nur Weiße gibt. Ja, wie wahrscheinlich ist das, dass ein Wissenschaftler... Ein Mensch der Wissenschaft sagt, pass mal auf, ich will an einem Ort leben, wo nur Weiße sind. Also das in einem Verhör. Also ich glaube, da hat man andere Sachen, wenn dem so sein sollte. Dann wäre das, glaube ich, der letzte Punkt, wenn ich ihn überhaupt nennen würde oder es für mich ein Punkt wäre. Also das halte ich doch alles für ein bisschen weit hergeholt, ne? Die Oberflächenwelt ist ein einziger Albtraum für sie. Sie wünschen sich eine vernunftorientierte Gesellschaft ohne Minderheitsprobleme. Vielleicht gibt es ja im Unterland Minderheiten, von denen hier oben gar nichts wissen. Sicher ist aber, dass die Menschen dort unten jede Menge Siedlungsraum haben und von den Problemen an der Oberfläche nichts mitbekommen. Wir könnten hier einen ausgewachsenen Atomkrieg veranstalten und die im Unterland würden das nicht mal bemerken. Gute Frage. Ist denn nie jemand zurückgekommen und hat berichtet, wie das Leben dort unten aussieht? Dietrich, ich hatte gelegentlich mit Füllmaterial zu tun, das ich vernichten sollte. Das meiste stammte allerdings von Menschen, die bei der Flucht aus Unterland den Tod fanden. Unterland ist ja relativ klein und sehr stark militarisierte Gemeinschaft. Anfangs war es noch leicht, Spione dort einzuschleusen, weil noch genügend Auswanderer aus der ersten Generation in Unterland lebt, deren Hautfarbe sich nicht allzu stark verändert hatte. Aber die Nachkommen dieser Deutschen haben eine wirklich total weiße Haut und Augen, die sich an die Dunkelheit angepasst haben. Man konnte also nur vermeintliche Überläufer dort einschleusen, die offiziell für immer im Unterland bleiben wollten. Es gab daher wenig Spione, die etwas wieder an die Oberfläche schafften und Filmmaterial zurückbrachten. Also da soll es Filmmaterial drüber geben. Er hat es in den Ofen geschoben und verbrannt. Schade. Aber ich hätte das so gerne gesehen. Also, es klingt auf jeden Fall interessant. Also fantastisch interessant. Ne? Was soll man davon halten? Also mal kurz ein Break hier. Bis jetzt ist das, es sind Erzählungen, es sind Worte. Ne? Nichts mehr. Man kann es nicht überprüfen. Es liest sich erstmal hochspannend. Ne? Man gruselt sich so ein bisschen. Mal gucken, was noch kommt. Es ist eine sehr interessante Welt dort unten. Sehr futuristisch. Es gibt dort Einschienenbahnen, sehr viel künstliches Licht und riesige Spiegel, die möglichst viel Licht reflektieren. Unter der Erde regnet es zwar, aber viele Häuser haben aus irgendwelchen Gründen, möglicherweise wegen der Luftzirkulation, trotzdem keine Dächer. Soweit ich weiß, besteht Unterland aus mindestens 17 Zivilisationsinseln, jeweils von der Größe des Grand Canyon, die über die ganze oder vielmehr unter der ganzen Erde verteilt sind. Also da sind wir auch schon wieder, das haben ja auch die Wissenschaftler rausgefunden, dass diese subglazialen Höhlen und Flusssysteme möglicherweise mit dem gesamten Planeten in Verbindung stehen. Ne? Und eine Welt dort unten, die sehr futuristisch ist, also das hat ja auch der Admiral Byrd in seinem Tagebuch so geschrieben. Ne, wenn wir mal jetzt davon ausgehen, dass es sich um das echte Tagebuch handelt und er das da unten tatsächlich so erlebt hat. Ne? Also das trifft sich schon hiermit. Aber in welchem Zusammenhang das jetzt hier steht, ja, keine Ahnung. Manche Menschen haben auch einfach eine rege Fantasie, darf man auch nicht vergessen. Und welche Pläne hat die Exilregierung des Dritten Reichs wohl für die Oberflächenwelt?
Wird sie jemals wieder zurückkehren und Anspruch auf oberirdische Gebiete erheben? Das ist eine gute Frage. Ursprünglich betrachtete sie sich als legitime demokratische deutsche Regierung. Sie war legal gewählt worden und erhob daher den Anspruch, Deutschland weiterhin zu regieren. Die BRD und die DDR waren für sie mit Waffengewalt eingesetzte Besatzungsregierungen in Bonn und Berlin. Sämtliche Wahlen, die von diesen Regierungen abgehalten wurden, betrachtete das exilierte Dritte Reich daher als ungültig. Erst wenn das Dritte Reich offiziell wiederhergestellt und seine Regierung rechtsgültig abgewählt worden war, würde es seinen Anspruch auf das Vaterland aufgeben. Okay, ist auch wieder eine gute Frage. Wissen die Politiker an der Oberfläche eigentlich über die Existenz Unterlands Bescheid? Auch hier kann ich Ihnen wieder ein Beispiel nennen. 92 war das letzte Jahr, in dem ich für das US-Verteidigungsministerium tätig war. Clinton war damals noch nicht Präsident, sondern erst Präsidentschaftskandidat und Gouverneur von Arkansas. Während seiner Regierungszeit brach der Kontakt zu Unterland ab. Soweit ich aber durch meine verbliebenen Verbindungen ins Verteidigungsministerium und zu den Geheimdiensten weiß, hatte Clinton nie eine Ahnung von der Existenz Unterlands. Die meisten wichtigen Politiker wissen nichts davon. Kontakt mit Unterland hatten nur die Geheimdienste. Und wenn Politiker, dann wussten nur die aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs davon. Also hat wahrscheinlich auch die aktuelle deutsche Regierung keine Ahnung, dass es Unterland gibt. Das ist anzunehmen. Die einzigen, die davon wussten, waren Angehörige der Organisation Gehlen, viele ehemalige SS-Mitglieder und andere Geheimdienst- oder kriminelle Organisationen wie Odessa, wahrscheinlich auch CIA und Mossad. Warum der Mossad, werden Sie jetzt fragen. Und damit stoßen wir auf eines der größten Geheimnisse des Zweiten Weltkrieges. Gut, da geht's jetzt wieder voll weg von Unterland. So, das ist jetzt auch nochmal interessant. Davon habe ich gehört, in den letzten Tagen von Berlin wurden einige buddhistische Mönche und asiatische Soldaten von den Alliierten festgenommen. Auch Araber, Menschen aus aller Welt. Adolf Hitler befehligte 1945 das zahlenmäßig größte Heer der Welt. Größer als die Rote Armee, größer als das Heer des britischen Empires, größer als die in Europa aktiven Teile der US Army. Erst alle zusammen, einschließlich der Truppen aus den französischen Kolonien, übertrafen Hitlers Heer an Mannstärke. Denken Sie nur an Rumänien. Das hatte das drittgrößte Heer Europas, gleich nach Italien und Deutschland. Als die Kommunisten Rumänien eroberten und einen Großteil des rumänischen Heeres für ihre Zwecke mobilisierten, bildeten die Rumänen das viertgrößte Heer der alliierten Streitkräfte in Europa. Die Reihenfolge lautet Russland, USA, England und Rumänien. Und das, nachdem viele Rumänen mit der faschistischen Eisernen Garde und anderen faschistischen Organisationen nach Deutschland und Argentinien geflohen waren. Rumänien war so groß, dass es zugleich die drittgrößte Achsen- und die viertgrößte Alliierten-Streitmacht stellte. Und dank der rumänischen Soldaten an seiner Seite hatte Hitler das größte Heer der Welt. Es gab aber auch sonst Freiwillige aus aller Welt, die in diesem Heer kämpften. Beim Fall Berlins gehörten arabische Soldaten zu den letzten Verteidigern der wichtigsten Gebäude des Reichs. In Hitlers Heer waren Tibeter und Inder, die den Führer sowieso für eine Inkarnation Vishnus hielten, einen Avatar. Ja, gut. Man muss sich fragen, was all diese Menschen so faszinierte. Ich habe beispielsweise einen deutschen Nachnamen, obwohl ich eindeutig ein asiatischer Amerikaner bin. Für Asiaten sehe ich aus wie ein Weißer, für Weiße wie ein Asiat. Ja, gut. Gut, das war jetzt hier sehr bezogen auf alles Mögliche, also für mich eigentlich uninteressant. Interessant ist noch, genau diese Fakten aus der Geschichte werden vor dem Rest der Welt verborgen gehalten. Gut, da kann man jetzt von halten und denken, was man will. Im letzten Abschnitt lässt sich definitiv nichts recherchieren, also gar nichts. Wenn man dem Glauben schenkt, hat er ja tatsächlich diese Unterlagen dafür, unter anderem auch Videos von Unterland, verbrannt und damit für immer vernichtet. Ob das vorher digitalisiert wurde, lässt Dietrich offen. Also wenn das nicht digitalisiert wurde, dann hat er tatsächlich die letzten Beweise über die Sachen, wo er drüber redet, vernichtet. Also lässt sich das auch nicht mehr nachprüfen. Ist interessant. Aber das Interessanteste daran ist Unterland. Und ich würde sagen, wir reisen in der nächsten Dokumentation einfach mal in die innere Erde, in die untere Erde oder das Unterland. Weil komischerweise gibt es dazu auch wissenschaftliche Berichte. Freunde, in dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche in alter Frische und mit neuen Elan zu einer neuen Dokumentation. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao.